Mal hier irgendwas noch vielleicht an der Decke, was zum Entdecken wäre. Entdecken. Oh Gott. Ja, wer die Texte schreibt, ist definitiv kein Literat. Ja. Sieht auch ein bisschen nach Death End aus. Bäh. Warte mal, hier war doch noch was. Hier sind noch mal Verbindungen. Bisschen Orianisches. Naja, okay. Einmal ein bisschen Dynamit. Gott, dass ich das hier einfach nicht so schließen kann. Danke. Und dann wird der natürlich auch hier beerdigt. So wie der andere halt auch. Ja, so viel muss schon sein. Ja, einmal so. Ah, schon wieder alle. Und da oben ist schon wieder... Ja. Oh, was hat denn der da? Ihr habt Verbindungen. Okay. Aber hier ist sonst nicht weiter. Das ist das Problem gerade. Da wäre halt nochmal was. Da wäre der Weg dort lang. Ich muss mal gucken, dass wir mal ein bisschen günstiger rankommen. Und zwar hier durch. Hä? Ja. Jetzt noch mal irgendwie geiles Material finden, das wäre irgendwo. Irgendwann noch mal so eine geile, so ein geiles Vorkommen, so richtig mit Material, so richtig schön. Ja, hier haben wir noch mal eh eine Forschung. Aber wie gesagt, die Forschung ist hier auf diesem Planeten einfach sehr dünn gesät. Dass sich das Ganze nicht so wirklich lohnt, das ist das Problem. Leute, das ist wieder so ein wie so eine Apparatur, wie sie es schon mal gefunden hatte, die kaputt ist. Ja. Kaputte Apparatur natürlich, ja. Die bringt mir auch nichts. Die kann ich nicht erforschen, die kann ich nicht benutzen, die kann ich gar nichts. Wie voll ist denn jetzt mein Gerät? Okay, das heißt, wir werden mal unser Gerät noch füllen. Okay, Gerät ist gefüllt. Wir gehen nach oben und machen uns Material zusammenklöppeln. In der Richtung. Und zwar Gemischmaterial. Dann können wir nämlich wieder tiefer buddeln und wir können das Lager ausbauen und. Ja. Hui! Springen! Oh, es war Zeiten, als ich noch jung war. Da hat das Springen noch Freude gemacht. Jetzt knarzt der Rücken. Deshalb springe ich und spielen so gerne. Das ist ja, Dinge, die man in Real Life nicht mehr so machen kann. Gut. Das heißt, wir bemühen die Maschine. So, öffnen wir mal das Gerät hier. Danke. Oh, wieso gehst du zu? Warum ist das hier immer so fummelig? So, danke.
Damit kannst du das hier einmal anschmeißen. So, was haben wir denn hier noch gefunden? Was waren das jetzt überhaupt noch dabei? Oh, ganz viel Zeug. Astrononium-Zeug. So, erstmal hier mal weg, das ganze Zeug. Hier ein bisschen Energy. Ja, super. Keine Ahnung. Energy, Energy, Dynamitos. Und Ionisch. Ionisch hatten wir hier unsere Müllhalde. Danke. Die Müllhalde. Ja, manchmal muss die Müllhalde herhalten, ne? So, okay. Warum liegt denn das da auf dem Boden? Habe ich das nicht richtig verbunden hier? Okay. Ja, weiß ich auch nicht, was ich so sagen soll. So, Harz. Nee, Harz nicht. Das hier, Gemisch. So, das heißt, immer Gemisch. Und nochmal Gemisch. Nochmal Gemisch. Dann kannst du hier, Quatsch, den Lager bauen. Solareinsitzer, mittelgroßes Lager, da ist es. Und das Ganze mal bitte drucken. Jo. Wow. Lager. Was ich auf jeden Fall noch drucken sollte, das ist Large Plattform mit Harz. Haben wir noch Harz? Da ist noch einmal Harz. Das heißt, ich müsste mir noch mal Harz besorgen. Weil ich wollte ja noch mein Backup-Lager bauen. Hä? Wollte ich machen. Den kann man auch darauf stecken. Ja, aber dann geht er gleich runter. Okay. Na gut. So. Das heißt, das Lager... Lager Nummer 1. Dann Lager Nummer 2 mit dir. So. Gut, dann wird hier auch mal gleich drucken. Dann besorgen wir uns erstmal schnell Material für unsere Pumpe. Damit wir hier dann auch nochmal schnell ein bisschen Harz zusammenkriegen. Ja, jetzt geht's langsam so los mit der Materialschlacht wieder. Dann war sozusagen kurz vor dem Punkt, wo wir dann auf den alten Plani, auf dem Mond waren. Plani. So. Aber forschungstechnisch sind wir nicht wirklich heute weitergekommen. Also Forschung ist heute, ja, ist halt so. Ne? Forschung ist halt Forschung heute. Da müssen wir halt kicken, ne? Ich würde mal sagen, in den nächsten Wochenende, beim nächsten Stream, da werden wir gucken, dass wir das hier fertig kriegen auf diesem Planeten. Auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da natürlich wieder Forschung nochmal reinkriegen. Dafür bin ich sogar am Überlegen, ob wir vielleicht nochmal auf den Mond gehen, dort einen Anhänger holen und dann Forschung ohne Ende holen, ne? Weil draußen steht ja oben auf dem Mond ja auch eine Menge rum. Und wenn wir dann ein Fahrzeug haben mit einer Kupplung und sonstiges, haben dann auch mal einen Anhänger dran, ne, dann geht ja auch einiges. Ne? Oder wir machen das ganz anders. Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal schauen. So, da oben ist Titan. Das sollte ich erst noch nicht wegerzen. Das nervt sonst eher. Obwohl ich fast wetten würde, mit dem Fahrzeug würde ich sogar den inneren Block da wegkriegen von den Zweig. Ja? So, der ist voll. Jetzt machen wir ganz schnell den Harz. Harz, 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 Harz. Einmal Harz auf. Bodenmaterial. Noch mehr Bodenmaterial. Und nochmal Bodenmaterial. Danke. So, Baumaterial. Dass ich das immer wieder weghaue. So, passt. Das nervt manchmal so. So, einmal der Drucker. Dann haben wir das Lager hier. Okay, ich wollte schon sagen, wo klappt der jetzt nicht auf?
Macht ihr das mit Absicht? So, einmal Harz hier rein, einmal Harz da rein. Dann drucken wir das mal. Sehr schön. Und wie gesagt, dahinter kommt dann unser Materiallager. So, hier ist dann nochmal gemischt. Da kann er gleich nochmal ein Lager drucken, wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt geht es hier wirklich eins nach dem anderen. Also sobald man wieder mal einen gewissen Stand erreicht hat, geht das eigentlich hier ganz gut. So, einmal das. So, dann einmal auspacken. Dann kommt der hier einfach mal dahinter. Oh, der ist zu nah dran, aber. Na komm. So, danke. Gut, das heißt, hier kommt einmal Harz rein. Dann kommt einmal hier Misch rein. Das ist da hinten. So, einmal Harz, einmal Gemisch. Dann kommt zweimal die Rohmetalle rein. Das heißt also einmal Aluminium. Das ist da. Und einmal Malachit. Das ist dann dort. Und dann noch einmal Lithium. Lithium, Lithium. Da haben wir es. Lithium. So. Dann werden wir auch eh mal Titan rüberklatschen. Titan. Haben wir auch eh mal. Und dann das Material, was wir jetzt eh nicht brauchen. Astronium. Ja. Einfach nur, weil wir es haben. Hä? Passt schon. Wie sieht's denn jetzt sonst noch aus? Jetzt bin ich auch immer überlegen. Kommt der Wind hier da hinten? Die da an uns vorbei oder will er nicht an uns vorbeiziehen? Ah, Gott, der Wind nervt schon ja tierisch. Ich glaube, der kommt auf uns zu, wa? Wir müssten im Prinzip nochmal sowieso runter, wie ich das sehe. Da haben wir jedenfalls Aluminiumerz ohne Ende. Das ist auch nochmal Aluminiumerz. Wir könnten nochmal eine Menge verhütten. Wir könnten sogar mit einem Fahrzeug anfangen. Das heißt, wir müssten nochmal ein Teil bauen, eine Plattform. Das heißt, wir brauchen Plattform für Harz. Damit wir die Fahrzeuggeschichte bauen können. Weil... ist einfach der Sache geschuldet, sonst kleckere ich hier die ganze Zeit rum. Weil ich hier mal runter, hoch und sonstiges und so kann ich hier wirklich runterarbeiten. Ne? Hier das ganze Material, was da oben ist. Ne? Ist, glaube ich, intelligenter, wenn ich das so mache. Das heißt also, hier machen wir mal die Plattform hin. Packen mal die ganze Ritze aus. Ist sogar gleich die richtige Ausrichtung. Oh Gott, willst du oder willst du nicht? Du hast zu wollen. Ob du willst oder nicht, ist mir doch egal. Plattform, 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 Plattform. Mittelgroßer Drucker. Spelzer, Hydrazin, Forschung, Fahrzeugbuch. Braucht zweimal Aluminium. Zweimal Aluminium. Haben wir sogar. Aluminium, Aluminium. Jetzt haben wir es, ja. Das mal bitte hier auf. Aluminium, Aluminium und das bitte mal verhütten. Da müsste jetzt sogar relativ flott gehen, die Verhüttung, weil wir Strom haben. Jetzt haben wir ja auch Strom. Wir haben jetzt alles da. Ja? Jetzt fängt sozusagen der Genuss an. Jetzt kommt hier ein Moment, wo man dann sagt, ja, passt schon. Haut schon hin. Wisst ihr was, wir können auch gleich das hier verhütten, das Aluminium. Soll ich hier die ganze Drumdokterei hier machen. Wir haben Kupfer da, wir haben das da. Verhütten wir mal die ganze Schlanze hier gleich. So, noch mehr Lotterien. So, dann haben wir hier mal gleich das Aluminium. Da haben wir dann auch mal Laterit. Ja, ist das da. So. Zweimal Aluminium haben wir. Das heißt, wir können auch den hier gleich drucken. Danke sehr. Fahrzeugbuch in the work in progress. Sehr schön. Wir
Wir haben das, das brauchen wir auch gleich mal schon fürs Fahrzeug. Eins nach dem anderen geht dann schon mal hier ab hier. So. Hier rauf, das aufklappen. Dann haben wir hier das schon mal. Dann brauchen wir den Bohrkopf. Turbine, Bohrkopf braucht. Einmal Aluminium, einmal Harz. Da haben wir einmal Harz. Das ist schon mal okay. Dann brauchen wir einmal Aluminium. Ja, ne? Jetzt haben wir Aluminium und Harz. Das geht hier irgendwo, oder? Wie man so schön sagt. Komm bitte zu hier. Lass mal drucken. Dann haben wir das schon mal. So, Kuh untersuchen. Dann komm mal her. Mittelgroßer Huber. Nein, großer. Da brauchen wir viermal Aluminium, liebe Leute. Viermal Aluminium. Wie viel Aluminium haben wir denn jetzt? Hier sind zwei, drei. Oh, nochmal Aluminium. Ich werde ja irre. Boah, ich doch mal Aluminium. Oh Gott, wir brauchen nochmal ein Aluminium. Ja, tatsächlich, wir brauchen hier ein Aluminium. Das heißt, hier können wir ja auch mal den ja mal verhütten. Das ist alles in Ordnung. Ich überfliege gerade mal ein Auge, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Nee, gut. Also, das heißt, wir verhütten Hütte nochmal. Wir brauchen viermal Aluminium, liebe Leute. Also, wenn das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Einmal, zweimal, dreimal. So, das heißt, wir müssen uns nochmal Aluminium ranziehen. Da ist es. Sehr schön. Habe ich das Material eine Gun drin? Oder hatten wir die leer gemacht? Wir hatten die leer gemacht. Wir hatten die sowas von leer gemacht. Also, damit es ein bisschen leichter geht. Mit der Rumzielerei und Pipapo und hast du nicht gesehen. Gehen wir hier untergrundisch. So, und dann machen wir einfach mal hier so. Braucht man nicht so rumspielen oder irgendwie rummachen. Da haben wir gleich das richtige ganze Material hier und dann tust du ihn hier und passt schon und... Weiß man nicht, wo man hier nochmal langkommt. Vielleicht finde ich hier nochmal was. Kann ja auch sein, ne? Und nach dem Motto, wow, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Hier ist ja nochmal Zeug und das ist ja super geil und... Na, wie ist das ja nicht? Bis jetzt ist ja noch nicht viel. So. Zwei sind schon voll. Sehr schön. Gut. So, wir sind voll. Dann sollten wir mal raus. Wir besorgen uns doch mal das Aluminium. Ja. So. Die Gun. Aluminium. 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 Naja, einmal geht, okay. Das ist ja okay. Einer reicht. Dann mal bitte extrakten. Jo, einmal hier ran. Einmal daran. Einmal dort ran. Dann der Backup erstmal zum Backup. Der zum Verschmelzen an den Schmelzer. Dann Kupfer. Jetzt sortieren wir hier schon mal ein bisschen was ein. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Dann haben wir da nochmal Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das ganze Zeug hier. So, der ist da hinten fertig. Ich hab's gehört. So, Aluminium. Jetzt geht's aber langsam gut ab.
Das heißt, Aluminium einmal hier ran und einmal... falsches Teil wieder. Hallo, drucken. Und dann kommt schon wieder Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Ja, ja. So, einmal rein mit uns. Da kommt der Wind. Ups. Schauen wir mal, wo der Wind lang geht. Oh, der zieht diesmal ganz gut hier rüber. Ja, der Kern nicht, aber oh, kommt ein bisschen mit hier an. Es ist stürmisch. Es kommen stürmische Zeiten auf uns zu. Ja, ein bisschen Material fliegt hier rum, ja. Naja. Es ist so stürmisch. Wie aber? Oh Gott. Und der Drucker druckt noch. Ein ganz schön langer Druckauftrag. Ich vorauslade gerade Far Cry für Dienstag. Bin im Hype. Na, Troublemaker, dann schönen guten Tag erstmal. Und ja, viel Spaß bei den Hype, wa? Hyper, hyper. Ja, manchmal hat man Hype. So. So, der Bohrkopf wäre fertig. Was brauchen wir denn noch? Eine Lager haben wir. Eine Batterie wäre vielleicht noch nicht mal so schlecht, aber das kriegen wir ja später hin. Ein Solarmodul mit zwei Kupfer, das kriegen wir da nicht ran, das Solarmodul. Das ist ein bisschen blöd. Ein Einsitzer, genau. Zweimal hier mischen für einen Einsitzer. Ja, wir haben kein Gemisch mehr. Das heißt, wir müssen nochmal hier Misch besorgen. Super. Warte, seitdem es angekündigt war. Okay. Ja, mir selber gefällt das Setting halt nicht. Wa? Das ist leider so, naja, so typisches amerikanisches Setting. Ja. Aber wie gesagt, Spiele und Geschmäcker sind immer sehr unterschiedlich. Ja. Von daher, warum nicht? Dem finde ich den Preis auch extremst exorbitant. Der Preis ist brutal. Ja, Wahnsinn, was das Ding kostet. Ja. Informieren tut man sich ja trotzdem. Also neuerdings habe ich so das Gefühl, dass die AAA-Titelhersteller irgendwie so das Gefühl haben, dass sie da drinnen Gold verarbeiten. Jeder das Seine. Ich liebe das Amerikanische. Genau, jeder das Seine. Das letzte Far Cry, was mir persönlich richtig Spaß gemacht hatte, war das gewesen Primal. Das war, was mir so richtig Spaß gemacht hat, weil es auch mal ein ganz anderes Setting war. Das hat auch richtig Laune gemacht. Das war auch ein bisschen minimal anders. Minimal anders. Das ist Standard Far Cry. Heißt also immer diese typische Türme erobern und dann diese kleinen Mini-Queste und so, du denest und dann nächsten Turm erobern. Boah. Es ist halt hauptsächlich die Story, die halt ein bisschen was anderes erzählt hat. Ne? Story-Inhalt. Ja, ja. So, wir sind wieder voll. Was hatte ich gesagt? Was brauche ich Gemisch, wa? Ja. Ich hab Gemisch gesagt. Ich weiß zwar nicht mehr genau für was. Ach, für den Einsitzer brauche ich das. Ja, ja. So, Gemisch. Da haben wir hier Misch. Dann kommt das hier einmal rauf. Das habe ich zum Beispiel gehasst. Aber das mochte ich nicht ganz so weit zurück. Ja. Ja, da fehlen diese super Waffen und so ein Zeug. Die Sniper so aus 20 Kilometer ballern, wa? Naja, wie gesagt, also sind Geschmäcker extrem unterschiedlich. Und das finde ich auch das Spannende dabei. Weil das Problem ist, wenn dann jeder nur den gleichen Geschmack hätte, dann würde es auch nie was Neues geben. Das wäre das Problem dann dabei.
Und alleine nur, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt, alleine dadurch gibt es unterschiedliche Dinge halt, ne? Gut. So, er füllt... Oh, das sind sogar viele Gemische. Wow. Gemische, Gemische, Gemische. Sehr schön. So, da kommen die Gerätschaften rein. So, einmal ein Gemisch und dann noch ein zweites. Und bevor ich das vergesse, der Backup, der kommt wieder rein. Danke. Da muss man sehr ordentlich arbeiten, damit es immer hier so seine Ordnung hat. Halt, der Laterit, der gehört aber hier hin. So. Gut. Drucken. So, der ist soweit fertig. Das heißt, ja. Kran könnte ich schon nochmal einstellen. Einsetzer, Einsetzer, Lager, extra großes Lager, Kran. Da brauchen wir viermal Kupfer. Na, sollten wir doch hinkriegen. Kupfer haben wir doch. Dann ist das Fahrzeug schon mehr oder weniger fertig. Das ist das Geile dabei. Eins, zwei, drei, vier. Danke. Das Fahrzeug ist dann fertig. Ja, ja, ja. So, untersuchen. So, druck mir mal den Kran. Dann kannst du den Einsitzer... Ja, da meckert er. Ja, ja. Ne, lass ihn erstmal fertig drucken. Ja, ja. Hm. Machen wir es erstmal hier ran. Oh, ich will inzwischen lagern, will er nicht. Ah, jetzt will er's. Okay. Ja, aber ich bin froh, dass du das so siehst. Es gibt auch Leute, die ihre Meinung als die einzige richtige halten. Ja, es gibt solche Leute. Ja, 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 ja. Die dann sagen, das und das ist das einzig Wahre. Und jeder andere, der was anderes behauptet, der hat nun mal keine Ahnung. Wa? Ja, spitze. Die Leute sind spitze. Aber die sind auch auf ihre Art und Weise gewisserweise glücklich. Die haben ein sehr kleines Universum. Die haben ihre eigene Blase im Universum. Da sind die da drinne. Ja. Genannte Filterblase. Das funktioniert auf Facebook auch ganz gut, die Filterblase. Und in ihrem Universum kann sie nichts erschüttern. Ne? Da sind sie sicher, da müssen sich keine Sorgen machen und so. Ne? Ah ja. Der war gut. Ja, danke. Aber wie gesagt, so ist das dann halt. Ne? Dann ist das normal. Gut, hatte ich jetzt schon den Bohrkopf gebaut? Ich denke, ja. Wo ist denn der hin? Hier ist er. Der Bohrkopf. Genau. So, jetzt werde ich mal eine Batterie nehmen. Danke. Eine Batterie nehmen wir uns. Die brauchen wir sozusagen für den Regelbetrieb des Fahrzeuges. Regelbetrieb. Es ist auch so ein typisch deutsches Wort, wa? Regelbetrieb. Hätte doch keiner aus, wa? Da wird man doch bescheuert dabei. So, Verbindung, Feuerwerk, Kanister, Dynamit, Geländeanalysator, Breiteanpassung, also Schuster, Verlängerung, Energyzellen, kleiner Generator. Da brauchen wir tatsächlich nochmal Aluminium bzw. Kupfer für ein Solarmodul. Und jetzt merke ich, dass der Wind wieder nervt. Das heißt, wir gehen nochmal schnell runter. Und werden da einfach mal hier. Das da machen. Buddeln. Wir machen Dick-Duck. Auch ein altes C64-Spiel. Hat Spaß gemacht damals. Gibt's, glaube ich, sogar eine Remaster-Version. Ja, wie gesagt, heutzutage wird alles mögliche remastert. Besonders von den alten AAA-Titelherstellern, ne, die immer Angst haben. Habe das Spiel mir letztens gekauft, was du spielst.
Ich spiele so vieles. Da musst du genauer werden. Da musst du genauer werden. Sims 4? Dark Souls? Ne, Dark Souls habe ich ja durch. Wegen sonst noch? Ich spiele so viel. Oh Mann, die ganzen Spiele. Into the Beach, Faster Than Light, boah, was hab ich letztens sonst noch gespielt? Das Spiel, was du gerade spielst. Ach, was ich jetzt gerade. Was spiele ich denn jetzt gerade? Was spiele ich denn gerade? Keine Ahnung. Ich spiele jetzt gerade gar nichts. Also, ich bin ja eigentlich hier im Weltraum. Und habe eigentlich keine Zeit zum Spielen. Ich muss hier so ein paar Forschungsaufträge machen, weißt du? Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Was ich gerade spiele. Boah. Mensch, was hat dich dazu inspiriert? Sag jetzt bitte nicht, dass ich daran schuld bin. Eieiei. Buddel, buddel, buddel. Yeah, yeah, yeah. Weil das Spiel ist noch Early Access. Das ist noch nicht fertig. Das sollte man nur als YouTuber oder Streamer spielen, weil dann ist man sozusagen erschütterungsresistent und man ist den ganzen Mist von Early Access gewohnt. Oh je. Warum war ich jetzt eigentlich runtergegangen? Irgendwas wollte ich haben. Was war hier gewesen? Was hab ich jetzt eigentlich im Kopf hier? Was wollte ich eigentlich machen? Stimmt, ich wollte die Energieversorgung für das Fahrzeug haben. Hä? Da war doch was gewesen. Da müssen wir mal kicken. Ja, ich wohne so Zeug, Gemische. Hm? Da habe ich Gemische. Gemisch, Gemisch, Gemisch. Ah, ich habe mal gerade meine Idee. Was ist denn, wenn ich das hier mal so schön voll mache? Warte mal. Wir machen es mal voll. Klingt auch komisch, wa? Den Platz ist da noch leer. Ich habe auch nur deswegen. Mensch. So, pass mal auf. Wir packen das Ding einfach erstmal hier hin. Ist ja egal. Dass du von Rosi Behn die Reportage über Fortnite gesehen. Rosi Behn? Kenne ich nicht. Wer ist Brosi Behn? Fortnite kenne ich. Also ich hatte es ja damals selber ein bisschen gespielt, aber nicht diesen komischen PvP-Modus. Das ist nicht so meine Welt. Ich habe gespielt hier, warte, wir nehmen mal das Zeug, was ich hier brauche. In diesen Überlebenshose. Pro7. Achso, Trouble, du müsstest doch wissen, dass ich kein Fernsehen gucke. Ich guck doch kein Fernsehen. Ich habe für Fernsehen oder sowas keine Zeit. Ja? Ich mache Videos. Ich mache selber Unterhaltungsprogramme. Ne? Für Fernsehen. Also wirklich. Also, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ne? Wie heißt der TV-Sender? Guck kein TV. Lol, ich auch nicht. Na toll. Ja, dann haben sich ja zwei gefunden, will ich mal sagen. Da haben sich ja zwei gefunden. So, was wollte ich denn eigentlich bauen? Kleines Solarmodul, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich eigentlich machen wollte. Kleines Solarmodul, da bauen wir mal zwei Stück einfach mal. Wir waren einfach mal so, bauen. Und, bauen. Jip, jip, jip. Ach, der Ding. So, dann wollen wir mal hier abkoppeln. Danke sehr. Und dann machen wir mal eine hier vorne hin und einen da hinten hin. Das muss ich nochmal gucken. Hier sind nochmal Verbindungen. Seien Sie mal ein bisschen verbindlich. Läuft doch nur noch Scheiße im TV. Oh ja, das kannst du leider so sagen. Das ist leider korrekt. Das ist leider korrekt. Boostmodus, Ausrichtung, kleine Fabrikator, Energiezellen, kleine sowieso. Verbindung, Feuerwehr, Kanister. Da brauchen wir Harz. Das ist okay. Harz, Harz, Harz.
Ja, ist nicht mehr so viel Harz, wa? Heißt, wir müssen gleich nochmal Harz herstellen. Da haben wir das Backup-Harz, das kann ich nicht wegmachen. Dann bauen wir einmal die Kanister. Machen wir das hier nochmal. Dann. Darauf. Und jetzt seht ihr hier genau, worauf ich abziele. Dass er im Prinzip das immer wieder rauf und runter packt. Da, hä? Cool. So, Harz. So, dann stellen wir mal jetzt nochmal Harz her. Alle brüllen und ich sehe. Alle brüllen und wenn ich das sehe, Kinder, die mit 13 Kinder bekommen. Gott, ja. Was sollst du dazu sagen? Ne? Ist halt leider so. Ne? Ja. Vier Teile. 1, 2, 3, 4. Wobei nicht ganz. Ich kann die anderen auch noch zu Container verarbeiten, damit meine Gun noch mal was hat. So, Kanister. Naja. Das deutsche Fernsehprogramm. Das ist ja mittlerweile nicht nur das deutsche Fernsehprogramm. Das ist ja in den anderen Ländern ja auch leider so. Und das ist immer noch meine Behauptung. Das ist so, ihr wollt. Mal sagen, wieso soll das hier wollt sein? Naja, dummes Volk regiert sich einfacher. Ja? Nimm mal den deutschen Volk drei Dinge weg, dann hast du einen Aufstand: Bier, Zigaretten und Fußball. Dann hast du ein Problem. Du kannst den Deutschen alles Mögliche wegnehmen, aber nicht diese drei Dinge. Dann hast du hier Aufstand. Dann hast du hier Apokalypse. Die drei Dinge darfst du Deutschen nicht wegnehmen. Wenn du das machst, hast du ein Problem. Hm? Das ist es. Oder Punkt Werbung im Kindersender. Was für eine Punkt Werbung? Ach so, ich ahne. Okay, ja. Ich ahne. Oh Gott, ja, das kann sein. Das weiß ich nicht. Ob das im Kinderprogramm wirklich solche Werbung kommt, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich guck's ja nicht. So, betreten. Danke sehr. Herzlich willkommen auf dem neuen Fahrzeug auf dem anderen Planeten. So, dann wollen wir uns noch mal ein bisschen hocharbeiten. Drehen wir mal die ganze Grütze und steigern hier mal aus. Steigern da mal. Jetzt können wir hier richtig mit Materialschlacht arbeiten. Jetzt sind wir an den Punkt angekommen, wo jetzt Materialien kommen. Schon gesehen, als mein Neffe mich gefragt hat, darf ich das Spielzeug haben? Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Okay. So. Macht so lustige Geräusche oder was? Das brummt so. Es ist schon traurig teilweise, was so abgeht in der Medienlandschaft. Da finde ich das immer so auch so ein zweifelhaftes Thema. Wenn so die großen YouTuber, also die richtig großen, also die auch wirklich Reichweite haben, sowas haben müssen jetzt wie einen Medienbeauftragten und. Ja. Und so, ja toll, aber wenn sich selbst nicht mal die Gänsefüßchen, normalen Gänsefüßchen, Fernsehsender gar nicht mal so sauber dran halten, ja. Und es ist ein sehr hartes Thema, ja, wenn man mal darüber nachdenkt. Ja. Da kommt man ins Grübeln. Da weiß man nicht mehr weiter. Kriegt man nur noch Kopfschmerzen bei sowas. Ne? So. Weißt du, Spiele haben eine SFK, aber im Kinder-TV dürfen Dildos rumfliegen, ja. Ja. Das ist sowieso die Gängelung, das ist sowieso
Gängelung des Erwachsenen, ja? Wenn ich als Erwachsener verschiedene Titel gerne spielen wollen würde, ja? Ich bin nun nicht der Ego-Shooter-Spieler, das wissen die meisten, aber rein theoretischerweise, ich würde die Spiele spielen wollen würden. Ist ja schon eine tolle Satzstellung sowieso. Und versuche die bei Steam zu erwerben. Geht das nicht, weil diese Spiele in Deutschland nicht verfügbar sind. So, und dann machst du diese Rotzkiste an, die sich Fernseher nennt. Ja, und dann hast du schon im Vormittagsprogramm gleich ein paar Leichen. Vergewaltigung, Prostitution, Menschenhandel, Waffenschieberei und sonstiges, ja. Aber ich darf als erwachsener Mensch Spielesoftware nicht legal erwerben. Das muss man sich mal überlegen. Das muss man sich mal geben. Ja. Das ist das Problem, was wir haben. Das ist übrigens noch nicht mal so ein neues Thema eigentlich, wenn man jetzt so denkt, ja, die neuen Medien werden fertig gemacht. Nee. Das gab es schon immer. Früher zum Beispiel, als es dann Bücher gab, dann wurde eben das Radio niedergemacht. Dann hat man gesagt, ja, wenn die Leute auf Arbeit Radio hören, dann sind sie faul. Oder Radiowellen verdummen und so weiter. So, dann kam irgendwann das Fernsehen. Ja, da kennt ihr ja auch die Standardsprüche. Ja, Junge, wenn du zu lange im Fernsehen guckst, dann kriegst du viereckige Augen. Das ist auch so ein Spruch. Ist totaler Mumpitz, aber der wird erzählt. Und jetzt ist halt das Internet und der Computer dran, der von den alten Medien heruntergeputzt wird. Das ist es. Ja. Wahnsinn. Also so ein Thema regt mich sowieso immer wieder auf, weil es ist nicht immer alles ganz sauber, was auch in den neuen Medien passiert. Es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. So ehrlich muss man sein. Aber man kommt nicht mit einer Verallgemeinerung hin, wenn man dann sagt, ja, wenn die Leute Schießspiele spielen, dann laufen die rum und schießen Leute einfach so ab. Stimmt nicht. Ich habe früher auch mit Doom 1 gespielt. Bin ich irgendwo hier in Berlin rumgelaufen und hab die Leute abgeballert? Nee, hab ich nicht gemacht. Ich hab's einfach gemacht, weil es für mich war damals was Neues war. Ne, als der Titel rauskam. Ja, den hat man damals nur unter der Ladentheke bekommen. Ne? Solche Geschichten. Mittlerweile wird das Spiel, ist ja mittlerweile auch wieder erhältlich, weil die Dings sowieso Zeit durch ist, von der Indexzeit. Der wäre ja sogar direkterweise auf dem Index gewesen. Ja, aber solche Dinge halt, ja. So, mittelgroße Lager, wa? Gemisch. Mist, ich hab Harz gebaut. Ich hätte Gemisch bauen sollen. Haben wir denn noch Gemische da für Lager? Ja, haben wir noch. Ja. Das ist es dann. Das ist typische Medienbashing. Ja? Immer von den Alten, was aufs Neue basht. Ja? Ganze etliche, man bekommt immer ein Spiel, egal wie. Ja, das ist klar. Ne? Aber deshalb meine ich ja, auf einem normalen, legalen Weg ist es unheimlich schwierig, an was ranzukommen. Das Beste war in München, gab es in den Anschlag, dann haben sie gesagt, er hat CSGO gespielt. Die Dauer, wie lange er es gespielt hat, war eine Stunde. Ja, klar, in der Zeit wird man sicher zum Massenmörder. Ja, natürlich. Ja, Massenmörder. Das ist es. Genau. Ja. Massenmörder haben ganz andere Entstehungsgeschichten. Da gibt es ganz andere Psychogramme und so weiter. Und jeder, der sich etwas auch ernsthaft mit Psychologie beschäftigt, er weiß das. Und wenn man dann halt so mitbekommt in irgendwelchen Magazinen damals, ich habe ja damals ja auch noch Fernsehen geguckt, und dann kommt so ein Typ und der nennt sich dann, ne? Experte. Experte ist nichts Geschütztes. Jeder kann sich Experte nennen. Ich kann mir zum Beispiel Experte für Gummibärchen nennen. Ne? Können die mich dann einladen? Dann kann ich was über Gummibärchen erzählen. Ja, ich weiß, da ist Zucker drin, Gelatine, Farbstoffe und Aromastoffe. Ja.
Also dann würde ich Adolf Hitler sein mit meinen 2000 Stunden, ja, locker. Nee, dann bist du ein US-Präsident. Ja, Mann, ey. Es ist auch zum Beispiel so ein Ding, ja, mit der zweiteiligen Moral, ja. Zeigst du irgendwo in Amerika einen kleinen Pixel von einem Nippel, bist du sofort am Pranger. Läufst du mit einer Waffe rum oder sowas, bist du der Nationalheld, ja. Ist auch so ein Ding, ja. Es ist doch immer so die, diese Welt, in der wir leben, ist der Wahnsinn teilweise. Wo man an uns überlegen kommt und muss denkt so, ey, muss das so sein? Warum ist das so? Ja. Und dann, wenn man mal sich damit ein bisschen beschäftigt, dann sieht man immer, da hängen wirtschaftliche Interessen dran. Da hängen wirklich immer wirtschaftliche Interessen dran. Und das ist immer der Hauptgrund auch bei sowas. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Fernsehsender. Ja, machst du seine typischen Programme. Tagsüber sendest du halt den ganzen Müll runter, irgendwie so Familien irgendwie mit Problemen, irgendwelche Gerichtssendungen und irgendwelchem Teleshopping. Keine Ahnung, was heute sonst noch läuft. So, das sendest du tagsüber abends und abends sendest du irgendwie eine Eigenproduktion und am Wochenende dann mal in der Primetime sozusagen eine Hollywood-Produktion. So. Und dann musst du natürlich Werbung bringen. Um halt deine eigenen Kosten zu haben. Du hast ja auch eigene Kosten. Die Sendelizenzen kosten Geld, die Filme kosten Geld, die Produktion kostet Geld, Personal kostet Geld. So. Und jetzt bist du dieser Fernsehsender und merkst so, na toll, irgendwie kriege ich jetzt nicht mehr so viel Zuschauer. Woran liegt denn das? Ja, die Leute hängen bei YouTube, die hängen bei Twitch, die hängen bei sonst was rum. Irgendwo im Internet zocken selber was, aber die kriegen ihre Einschaltquoten nicht mehr. Und über die Einschaltquoten wird halt evaluiert, wie viel Kohle sie halt machen, war durch die Werbung, ne? Ja. Ja, die Waffen sind in Amerika nur weiter so erlaubt, weil das die Hauptquelle für das Geld ist. Natürlich, es geht immer um die Kohle. Es geht nicht darum, um irgendwelche Menschen zu schützen, es geht nicht darum, irgendwelche Wohltaten zu machen. Es geht um die Kohle. Es geht sogar so weit um die Kohle. Das ist auch so ein geiles Ding, mal so als Beispiel. Es gibt so einige Gemeinvereine. Also es bedeutet, dass die nicht gemein sind, also sondern allgemeine Vereine, also Vereine für die Öffentlichkeit. Und die sich so ein bisschen für ja, Essen einsetzen oder Pipapo, hast nicht gesehen. Und auch die schützen sich Markennamen. Also so eigennützlich sind die auch nicht. Weil die Leute da beschäftigt sind, machen offenkundig zwar erstmal Essen verteilen und hast nicht gesehen, aber in Wirklichkeit ist das auch eine Geldmaschine. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Jeder allgemeine nützliche Verein ist auch eine Geldflussmaschine. Ja, das ist ja. Überall geht's nur um die Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wie der Gronkh damals so schön gesungen hat. Ja? Er meinte zwar die andere Kohle, aber das wissen wir eh alle. Ne? Ja, das ist es dann halt. Ne? Tja. Man kann alles spielen. Von der Kamera ist der Mann immer anders. Ja, natürlich. Sobald man sich in der Öffentlichkeit begibt, geht man in so eine gewisse Professionalität. Ne? Sagen wir mal so wie ich jetzt hier spiele, ne? Das ist immer so auch so ein Witz, was ich immer so bei den ganzen YouTuber finde, da reden die von Authentizität. Was ist denn eigentlich Authentizität? Ja? Ich werde jetzt ja auch nicht im Stream oder bei YouTube irgendwas super Privates erzählen oder sonst wie was raushängen lassen. Ja? Weil dafür ist YouTube, Twitch oder auch andere Plattformen nicht gedacht. Das ist es. Ne? Viele versuchen eine sogenannte Selbstinszenierung zu machen. Ja? Kennt man ja auch von YouTube, ja? Die ganzen Selbstinszenierer. Aber das sind die dann auch nicht selber. Die inszenieren eine fiktive Figur, die als solches nicht existiert, weil viele dieser fiktiven Figuren, die wären im Real Life ziemlich schlecht dran. Ne? Die wären sehr, sehr sozial inkompatibel und die würden hier und dort enorm anecken. Ne? Das ist einfach. Ne? Ja, natürlich wollen die Aufmerksamkeit, Klicks. Und weißt du warum? Die wollen Geld. Wir wollen einfach nur Geld.
Und das ist zum Beispiel so, was ich immer ganz geil finde. Ich bin komplett frei bei dem, was ich mache. Ich habe keine Verträge mit irgendwelchen Spielefirmen, keinen Publisher. Ich habe keine Supporter. Ich habe keine Werbeverträge. Ich habe noch nicht mal meine Videos auf YouTube monetarisiert. Auch das nicht. Wenn mir ein Spiel nicht gefällt, dann sag ich es. Wenn mir ein Spiel gefällt, sag ich es auch. Ich sag im Prinzip das, was zum Spielthematik sozusagen mir in dem Moment gefällt, einfach. Nur einfach so. Und wenn ein Spiel nicht gefällt, dann muss der ja nicht zugucken. Stört mir nicht, weil ich sowieso keine Werbeeinnahmen mache. Von daher ist das einfach mal so, ich setze mich hin, das ist mein Hobby, ich spiele, fertig. Und wenn einer zuguckt und kommentiert und vielleicht noch was Lustiges oder Nettes schreibt, gerne doch, freue ich mich, bin ich ehrlich, natürlich freue ich mich. Jeder freut sich über positive Post. Und so sehe ich das einfach. So, jetzt kommt Wind. Ich habe mal sehr viel Wind gehabt, jetzt gehen wir hier mal in die Kammer rein, in die Schutzkammer. Du setzt dich hin und zockst. So ist es richtig. Ja, genau so. So, ich guck gerade auf die Uhr. Ich wollte ja eigentlich nur streamen bis, was hat gesagt, 12 Uhr, weil Frühshoppen und so weiter. Jetzt haben wir schon 13.32 Uhr. Meine Qualitätssicherung guckt mir gerade hier schon so über die Schulter, meine bessere Hälfte sozusagen. Ich wünsche euch allen, trotz des schwierigen Themas heute, wow, jetzt haben wir sowieso mal echt mal ein Burner-Thema gehabt, dann gehen wir mal ins Hauptmenü. Wenden uns zum Hauptmenü. Okay. Einen schönen Sonntag. Wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, das ist ja auch mal die Frage, ob man auch darf, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann sozusagen nächsten Sonntag bei Astronomie wiedersehen. Ja, und in dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye und cheerio.